Heidschuster.de. Er stellt alles in den Schatten, der Horror des Nationalsozialismus. Die Abgründe der Jahre 1933 bis 1945 sind ohne Beispiel in unserer Geschichte. Wer diesen Faschismus zu relativieren sucht, macht sich zu Recht verdächtig. Unseren Verdacht erregen müssen aber auch jene, die mit dem Tabu der Relativierung davon ablenken, dass es eine kontinuierliche Entwicklung war, an deren Ende Hitlers Gaskammern standen. Gewiss war der Nationalsozialismus die bisher schrecklichste Erscheinungsform des Faschismus. Er sollte uns eigentlich geheilt haben, hat er aber nicht. Die Hetze der Regierungen von Bund und Ländern gegen Kritiker ihrer Corona-Politik ist in zunehmendem Maße faschistisch. Dass die Mitglieder dieser Regierung ihr Handeln als notwendig und menschenfreundlich betrachten und sich von einer Gemeinschaft der Vernünftigen unterstützt sehen, ist der Normalfall in einem faschistischen Regime. Definierendes Moment des Faschismus ist seine Menschenverachtung, allerdings nur in der Außenansicht. Eine faschistische Gemeinschaft berauscht sich gleichermaßen an ihrer eigenen Überhöhung wie an gemeinsamer Verachtung derer, die sie ausschließt. Ohne Ausgestoßene, ohne Minderwertige ist eine faschistische Gemeinschaft nicht möglich. Die Grenze zu anderen gewaltsamen Gruppen ist unscharf. Der entscheidende Unterschied: Der Faschismus definiert sich erst durch den Kampf gegen die Ausgeschlossenen. Denn im Kern jeder faschistischen Ideologie herrscht stets nur eins: Leere. Keine Ethik, kein Altruismus, kein positiver Wert treibt die Faschisten zum Kampf gegen die anderen. Der Hass auf andere ist vielmehr das, was den Faschismus ausmacht. Nur durch Verherrlichung von Hass vermag die faschistische Gemeinschaft sich selbst zu überhöhen. Anderen Gruppen, selbst empfundene Auserwählter, mag es genügen, sich im Besitz einer vermeintlich höheren Wahrheit zu befinden. Faschisten treibt die Vernichtung der Leugner und Skeptiker. Faschisten betrachten ihr Handeln stets als alternativlos, denn Faschismus ist die Verdrängung der Sinnlehre durch den Kampf gegen eben diese. Die Ratten müssen da ausgemerzt werden, die Untermenschen vernichtet, das Böse endlich besiegt. Dann und nur dann kann das vom Faschisten ersehnte Paradies der absoluten Gleichheit in einer erlösenden Gemeinschaft herrschen. Der Faschist sieht keinen anderen Weg, seiner Einsamkeit zu entfliehen. Und die Verfolgung von Untermenschen ohne Ratten und Feinde also keine Erlösung. Notwendigerweise kann sich der Faschist daher auch nicht als böse betrachten. Sein Kampf ist im Wesen nach ein gerechter und notwendiger. Per Definition richtet er sich gerade gegen das Schlechte in der Welt. Es ist anzunehmen, dass auch Adolf Hitler sich in dieser Weise als einen Menschen sah, der das Gute will. Denn Menschen, deren Antrieb das Leid anderer ist, solche, die wir im klassischen Sinn als böse betrachten, taugen nur bedingt für eine faschistische Gruppe. Die Unerbittlichkeit eines Faschisten im Kampf gegen die Ausgestoßenen rührt ja gerade aus seiner Überzeugung, gegen sich selbst und andere Härte üben zu müssen, im Kampf für das Gute. Nur diese obligate Unerbittlichkeit erklärt denn auch, dass der Vernichtungswille des Faschisten sich am Ende auch gegen ihn selbst und seine Mitkämpfer richtet, wenn er dann meint, versagt zu haben. In seiner Geisteswelt sieht der Faschist sich als einen Menschenfreund. All jene, die nicht seine Freunde sein können, sind folgerichtig auch keine Menschen. So unerträglich der Gedanke sein mag, ein Großteil der Nazi-Verbrecher dürfte es als menschliche Leistung gesehen haben, sich selbst zu den Verbrechen überwunden zu haben, die sie begangen haben. Diese Taten zu begehen und später damit zu leben, empfinden sie wahrscheinlich als notwendige Härte gegen sich selbst im Kampf für das höhere Ziel der Gemeinschaft. Zweifelsohne, in einer Gesellschaft von solcher Psychopathologie fühlen sich echte Sadisten, Menschen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung und autoritäre Charaktere naturgemäß besonders wohl. Wichtig zu verstehen ist aber, dass diese Typen eine Minderheit bilden und sich eine Mehrheit nur zunutze machen. Wann immer der Begriff der Solidarität fällt, muss man sich diese Tatsache vor Augen führen. Es definiert seinen Geisteszustand, dass der Faschist nicht zu erkennen vermag, dass der von ihm herbeigesehnte Zustand menschlicher Homogenität in der Realität niemals zu erreichen ist. Mehr noch, dass dieser Wunsch im Widerspruch zur inhärenten Eigenschaft allen Lebens steht, der notwendigen Gegensätzlichkeit der Menschen, ihrer Anfälligkeit für Krankheit, ihrer sicheren Sterblichkeit. Eben diese ist letztlich das Angstobjekt des Faschisten. Faschismus macht sich nicht nur diese Angst zunutze, sondern vor allem auch den stärksten Wunsch des Menschen, seinen Wunsch dazuzugehören. Seinen Wunsch nach Annahme, nach vorbehaltloser Akzeptanz und nach Beteiligung bis hin zur Auflösung in einer Masse. Entsprechend natürlich ist die Zusammengehörigkeit von Uniformen und Faschismus. Markus Söder ist Faschist aus Opportunismus.
Es gibt keinen Anlass, Markus Söder in die Nähe von Antisemitismus oder Rassismus zu rücken. Sein Werdegang legt vielmehr die Vermutung nahe, dass Ideologien ihm ganz grundsätzlich zuwider sind. Söder handelte, soweit veröffentlicht, stets als Opportunist. Er wechselte politische Überzeugungen schneller und grundsätzlicher als die meisten. Das macht unwahrscheinlich, dass er mit seinem Tun übergeordneten Zielen folgt oder etwas anderem als seiner Freude an der Macht. Als plausibel anzunehmen ist, dass Söder über die notwendige Intelligenz verfügt, sich diese Umstände bewusst zu machen. Ebenso wahrscheinlich ist, dass er bewusst handelt, wenn er sich eindeutig faschistischer Formulierungen und Inszenierungen bedient. Wenn er mit bayerischem Wappen in seinem Maskengesicht von der Pandemie der Ungeimpften spricht. Maßgeblich für die Einordnung solchen Handelns als faschistisch sind nicht die jeweiligen Kriterien der Ausgrenzung und Abwertung bestimmter Gruppen, sondern allein die Art des Vorgehens. Entsprechend könnten auch die ethisch wertvollsten Anliegen in faschistischer Weise verfolgt werden. In gleicher Weise wie Markus Söder handeln die Vorsitzende des sogenannten Ethikrates, Alenia Büx, wenn sie medienwirksam urteilt, wer sich nicht impfen lässt, steht außerhalb unserer Gemeinschaft. Oder der ehemalige Vorsitzende der Bundesärztekammer, Frank Montgomery, der einen Impfzwang fordert, weil sich zu viele Unvernünftige der Spritze entziehen würden. Das sind Appelle an die Aggressionen einer aufgebrachten Gemeinschaft der vermeintlich Vernünftigen, die sich in selbstreinigender Weise gegen die Minderheit derer richten soll, die eine konstruierte kollektive Gesundheit angeblich gefährdet. Zum Faschismus werden sie durch die implizite Unterstellung, dass die auszugrenzende Minderheit in böser Absicht handle oder den angeblichen Schaden für die Allgemeinheit aus Egoismus billigend in Kauf nehme. Dieser Minderheit wird abgesprochen, dass sie aus vertretbaren Gründen und in der Überzeugung handelt, anderen nicht zu schaden. Entsprechend macht sich die politische Propaganda für die vermeintliche Kollektivleistung einer allgemeinen Covid-Impfung auch nicht die Mühe inhaltlicher Argumentation. Sie bedient sich primär emotionaler Appelle und moralisierender Unterstellung. Alle inhaltlichen oder wissenschaftlichen Fragen werden auf Stichpunkte und Parolen verkürzt, die teilweise lediglich unbelegt bleiben, wie Impfen schützt dich, und teilweise sogar offenkundig falsch sind, wie Kinderimpfungen schützen Erwachsene. Je weiter fortgeschritten ein faschistisches System ist, desto weniger können ihm selbst offenkundige Lügen schaden. Denn Fakten stehen nach Übereinkunft der faschistischen Gemeinschaft letztlich auch nur im Dienst der Einmütigkeit aller. Bald folgt die Militarisierung unseres Alltags. Und wenn wir uns den Handlungsmustern von Politikern wie Markus Söder und Angela Merkel nicht verweigern, wird das der nächste Schritt sein. So wie es bereits in Australien zu besichtigen ist. Vor einigen Tagen zwang der Europapark seine Besucher zur Selbstkennzeichnung mit zwei verschiedenfarbigen Armbändern, eines für geimpft, eines für ungeimpft. Als das publik wurde, entschuldigte man sich rasch und sprach von einem unglücklichen Missverständnis. Niemand sollte mehr so naiv sein, diese Ausreden zu glauben. Den nächsten Schritt ging nämlich inzwischen die Stadt Hamburg. Unter der Parole 2G dürfen private Unternehmer künftig Menschen ausschließen, die weder gegen Covid-19 geimpft sind, noch eine Genesenenbescheinigung vorweisen möchten. Dass die letztere eine rein politische Willkür ist und keine medizinisch hinreichende Basis hat, wird von den staatsfinanzierten Medien, öffentlichen wie privaten, nicht einmal mehr thematisiert. In Australien ließ eine Gemeinde kürzlich gesunde Rettungshunde erschießen. Der Grund? Die Tiere sollten deren Pfleger während des weiterhin geltenden Lockdowns nicht verleiten, sich um sie zu kümmern und dann unnötig vor die Tür gehen. Es ist dieser faschistische Geist, in dem auch Frau Merkel und Herr Söder handeln. Wir sehen uns so, Heil, Schuster, Heil, Schuster, Heil, Schuster, Heil.